Hallo, guten Morgen. Also in meiner Welt darf ich guten Morgen sagen, weil wir haben es 7:16 Uhr. Ich muss heute zu einer Blutabnahme, großes Blutbild. Leute, macht das regelmäßig. Oh, ich sehe aus. Sieht man das? Ich habe dieses Jahr Experimente hinter mir, auch Ende letztes Jahr schon. Mein Psychiater ist ja immer daran interessiert, dass das mit der Schilddrüse bei mir besser läuft. Aber meine Schilddrüse ist halt schon so im Arsch, dass wenn man da mit den Medis runtergeht, mein Körper das gar nicht lustig findet und dann halt mit Haarausfall reagiert. Und man muss aber dazu auch sagen, ich habe Ende letztes Jahr ja Corona gehabt und habe viel mit diesen Corona-Auswirkungen zu tun gehabt. Ne? Also Geschmackssinn war bei mir ganz übel, aber auch Haare. Ich hatte Haarausfall des Todes. Und das ist so die Länge ungefähr, das kommt nämlich hin. Ne? Also ihr wisst ja, ein Haar wächst im Monat 1 Zentimeter und das ist genau die Zeit. Und ich habe auch noch kürzere Haare jetzt. Ich versuche halt jetzt gerade auch alle 2 Tage meine Haare zu waschen, was meiner Kopfhaut gar nicht gut tut. Also ich merke das halt, das spannt halt wie Sau auch jetzt schon wieder anhand des. Ich habe damit immer schon Probleme gehabt, aber ich muss halt gerade einfach abwägen, wegen den Haaren, ne? Also du darfst halt, wenn du Haarausfall hast, darfst du nicht noch zusätzlich Probleme mit der Kopfhaut haben. Also ist das Einzige, was eigentlich gerade in Frage kommt, alle 2 Tage waschen, nicht häufiger, wenn du Probleme hast wie ich. Ne? Also es gibt bei Menschen, da geht es halt einfach nicht anders. Da musst du halt regelmäßig jeden Tag Haare waschen. Aber bei mir, ich habe halt einen Hauttyp. Das wird auch nicht besser. Ne? Je häufiger ich die Haare wasche, desto schneller fetten die ein. Deswegen versuche ich das immer so lange wie möglich in die Länge zu ziehen. Aber ich will ja, dass Haare wieder nachwachsen. Das passiert jetzt auch. Und so kann man das halt unterstützen, wenn halt wirklich die Kopfhaut sauber ist. Und man sieht es bei mir überall. Wir hatten gestern Nebel. Und ich bin durch den Nebel gelaufen. Ich sah aus. Mir sind die Haare halt wirklich in alle Richtungen gestanden. Und ich will mich ja nicht beschweren, weil es gibt eben auch Menschen da draußen, die eben Haarausfall haben, wo es nicht so schnell zurückkommt. Ne? Also ich will da gar nichts sagen. Ich bin da echt dankbar. Auch wenn ich gerade wirklich aussehe wie so ein scheiß gerupftes Huhn. Also sehe ich wirklich aus. Dann ist ja nicht ohne Grund, warum ich mir einen Pony gerade rauswachsen lasse. Ich nützt es halt, weil einfach die Situation einfach die ist, da war irgendwann nicht mehr viel Pony übrig, ne? Also das muss man an der Stelle auch sagen. Was mache ich hier eigentlich? Mineralpuder, das gibt's nicht mehr bei Alverde. Deswegen zeige ich das gar nicht in die Kamera. Aber das wird halt nicht leer. So wirklich leer. Ich habe vor kurzem schon mal so ein Video gemacht und dann war ich so schlau und habe die Audiodatei einfach mal gelöscht. Weil nur der Ton von der Kamera, klar, das hat man auf meinem Zweitkanal mit den Vlogs, weil ich finde, da geht's auch. Aber bei den Style and Talks, ich muss übrigens spätestens um 10 nach 8 los, das ist. In 50 Minuten, also ich darf mich nicht zu sehr verquatschen. Bei den Style and Talks wird halt viel nicht geredet. Also ich rede einfach zu wenig. Und dann hast du die ganze Zeit das Rauschen von der Kamera. Und das ist halt nicht angenehm. Das ist nicht angenehm. No, 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 no. Ich habe einen neuen Concealer und zwar von Elf. Sieht man's? Verpackung sieht man es halt auch nicht so wirklich, weil das da halt auf weiß, wenn es da in weiß drauf steht, da ist der Schriftzug. Aber man nimmt zwar dann 11. Normalerweise, ich habe jetzt meinen
letzten Concealer weggeschmissen. Ist halt bei sowas immer wirklich ordentlich. Gerade was unreine Haut betrifft oder wenn du eher zu Pickelchen neigst, dann ist es halt schlicht und ergreifend so, oh, das ist ja mal ein fetter Applikator. Ne? Boah, fuck. Seid bei sowas bitte vorsichtig, wenn die Sachen zu alt werden. Dann wegschmeißen. Ja, also ihr tut eurer Haut halt wirklich keinen Gefallen. Und manchmal kann man es einfach gar nicht herleiten, warum man jetzt irgendwie unreine Haut kriegt und Hautreaktionen hat. Das sind halt auch so Sachen. Und bei so cremigen Sachen, die schmeiße ich halt regelmäßig weg. Weil wenn die halt kaputt gehen, und mit wegschmeißen meine ich nach 6 Monaten, sondern das ist dann schon so ein Jahr, anderthalb ist das bei mir, aber alle anderen Sachen, so pudrigen Sachen, das juckt ja kein Mensch. Das juckt ja kein Mensch. So, jetzt habe ich hier wieder was Cremiges drauf getan und war gerade eben noch mit Puder unterwegs. Ich wollte eigentlich meinen Kabuki nehmen. Den habe ich nicht. Okay, dann nicht. Ich finde so, den kann man für vieles hernehmen. Ich sollte echt mal wieder meine Pinsel waschen. Also, ich nehme meistens immer das hier, um das abzustreifen. Das ist ursprünglich so ein Duttkissen. Aber das kannst du ganz gut zum Abstreifen verwenden. Jetzt haben wir hier auch gesettet. Schön. Habe ich eigentlich mein Dings hier? Nee, habe ich auch nicht. Habe ich jetzt echt schon länger nichts mehr gemacht, dass mein Kopf einfach gar nicht bei der Sache ist? Offensichtlich. Ich habe mir was Neues für die Augenbrauen geholt, weil ich immer das Problem habe bei den Augenbrauen-Gels, das hier auch nicht liegt. Doch, das liegt hier. Da, dieses Augenbrauen-Gel ist ja eigentlich mein Liebling. Ne? Aber das trocknet halt irre schnell aus. Das trocknet irre schnell aus. Und daher, wenn es pudrig ist, man kann auch einen Lidschatten nehmen. Na, du musst nicht extra sowas kaufen. Aber da ich kein Lidschatten habe, der irgendwie einigermaßen passt. Das sind so 2 Farben und das kommt meinen Augenbrauen sehr nahe. Muss halt ein bisschen mehr Zeit investieren, aber ihr wisst ja auch, ich habe ja so graue Härchen in den Augenbrauen, deswegen sehen die manchmal so dünn aus, das sind schon Haare, aber das sind halt weiße Haare dazwischen, ne? Also so richtig weiße Haare. Ja, ich bin 45, fast 46. Ich finde, das ist ganz nice. Also ich will halt nicht übertrieben dunkle Augenbrauen haben, sondern ich will halt nur so ein itzi bitzi. Meine Augenbrauen sollen sich ja nicht zu sehr von der Haarfarbe abheben, die sich im Laufe der Zeit bei mir irgendwie auch verändert hat. Ich bin tatsächlich echt dunkler und leicht rötlich geworden. So dunkel war ich früher nie. Naja, also man kannte ja auch meine Haarfarbe nicht so, ne? Das muss man an der Stelle auch sagen. So, jetzt kann man noch so ein bisschen von dem Augenbrauengel reinmachen. Aber das ist schon wieder, ist so trocken, das ist Wahnsinn. Das ist jetzt schon wieder staubtrocken. Und hatte ich mir überlegt, jetzt kaufe ich mir entweder das wieder nach oder ich nehme jetzt was ganz anderes. Ich finde halt dieses Teil hier von dem Augenbrauengel ist halt richtig gut für meine Augenbrauen, weil die so ein bisschen störrischer sind, ne? Zodele, ich habe mir tatsächlich nur einen Lidschatten gekauft, aber davor würde ich jetzt tatsächlich hergehen und mal diesen Magic Filter von Essence, ich glaube, den habe ich mir Anfang des Jahres geholt, weil so Cremeprodukten, habe da immer ein bisschen im Auge, wann du die Sachen geholt hast, weil wir hatten es ja gerade bei dem Concealer, irgendwann solltest du die Sachen halt dann auch wegtun. Ne? So. Hey, es ist halt echt noch dunkel draußen.
Ja, schon noch so ziemlich. Jetzt dieses Wochenende, nächstes Wochenende? Nächstes Wochenende wird die, nee, dieses Wochenende wird die Zeit umgestellt. Da habe ich wieder mega Probleme. Die Zeitumstellung ist bei mir immer voll der Abfuck, weil mein Kopf nicht versteht, was Phase ist. Ne? Ursprünglich hat es ja auch geheißen, man möchte ja das abschaffen, aber die einzelnen Länder werden sich ja nicht einig in Europa. Und da sage ich dann einfach, müssen sie das auch? Also man kann doch durchweg unterschiedliche Zeitzonen machen. Wir haben wir ja jetzt schon, siehe England, ne? Also soll ja jeder sein Süppchen kochen und das irgendwie, dass Länder wie Norwegen oder so dann nicht begeistert sind, weil die eh schon mit Tageslichtprobleme haben, entweder zu hell oder dann vollkommen komplett immer dunkel. Naja, meine neue Palette. Was mache ich jetzt? Ich habe vor kurzem habe ich gesehen, so ein rötliches Augen-Make-up. Das hat mir vorher gut gefallen. Deswegen habe ich mir die Palette auch geholt. Nehme ich jetzt das oder das? Die Sachen wirken halt auch so hell. Will ich das so haben? Nee, das wirkt ganz gut. Das wirkt ganz gut. Weil zu dunkel darf ich nicht machen. Wegen. Also ich habe keine Schlupfeder, aber ich habe tief liegende Augen. Und wenn du das natürlich noch mit dunkler Farbe betonst, ist das nicht so geil. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist so eine Way-to-Go-Farbe. Ich habe jetzt tatsächlich das die ganze Zeit auch noch nicht benutzt, weil ich ja auch nicht regelmäßig geschminkt bin. Also ist halt die Frage so, warum kaufst du dir dann sowas? Weil ich doch dann ab und zu mal Spaß dran habe. Why not? Die Farbe mag ich. Das ist das, was ich sage. Wenn ich nur den Ton von der Kamera nehme, ich sag halt oft auch nicht viel, ne? Ich habe heute Morgen schon unsere Podcast-Folge geschnitten. Das heißt, schneiden. Vorne und hinten ein bisschen was weggenommen, ein paar Call to Actions reingehauen. Das ist so unsere Devise auch beim Podcast, so wenig wie möglich schneiden. Also das muss halt schon durchflutschen. Wenn es das nicht tut, meinetwegen, ne? Das soll ja mehr auch einem natürlichen Gespräch ähneln. Wie viel haben wir? Ihr sagt mir vorher Bescheid, wenn ich gehen muss, ne? Ah, ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. So. So. Jetzt würde ich sagen, boah, ich will heute nicht so mega rote Blush haben. Dann nehme ich den hier. Das ist ein alter Catrice Blush. Der ist leicht bräunlich. Mein Arzt sah ja jetzt nachher nicht erschrecken an mir, wenn er mir das Blut abnimmt. Weil ich wäre so ein Sonderfall. Du kriegst bei mir kein Blut raus. Ich habe es jetzt schon viele Arzthelferinnen. Es gibt welche, die da richtig viel Geduld haben. Aber viele Arzthelferinnen, wie sagt man so schön, verzweifeln an mir. Weil ich halt Rollvenen des Todes habe. Das Fachpersonal unter euch weiß jetzt, was das bedeutet. Du musst halt super geduldig sein. Und dann bin ich noch jemand, ich habe halt auch so ein bisschen Bammel, weil mir schon viele Adern durchstochen wurden. Und das tut weh. Heute bin ich echt ein bisschen zitterisch. So, das ist übrigens ein Lavere. Ja, man sieht heute einfach nicht so viel, ne? Es ist einfach noch kein Tageslicht. Meine Medis darf ich heute ja auch erst viel später verwenden. Naja, so ist das eben. Das sieht wieder komplett anders aus, okay. Das Schwierige ist jetzt. Und sich die halt auch noch.
aus. Ich habe meine Medis noch nicht genommen. Ich zitter wie sonst was. Ich meine, das habe ich ja immer schon so ein bisschen getan. Das wisst ihr ja auch. Nicht gut. Naja, geht so. Kann man gerade so irgendwie. Also, die Palette ist sehr dezent. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich würde aber trotzdem gerne noch schauen, weil hier ist so ein Glitzer-Dingens drin, ob ich das im Innenwinkel verwenden kann. Kann ich. Der hier. Der da. Und dann kannst du so ein bisschen. Ja, dein Auge noch so ein bisschen aufwerten. Ja, also zufrieden bin ich heute wirklich nicht. Okay. Naja, kann man so machen. Muss man aber nicht. Also, die Palette ist wirklich sehr, sehr dezent. Der Lidschatten würde wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren, wenn man ihn ein bisschen nass macht. Aber auf diese Experimente habe ich gerade keine Lust. Also nicht so toll. Na gut. Na gut. Dann nehmen wir Ponyhütchen und probieren es damit. Ponyhütchen. Ich hatte mal so ein Abo, so ein. Lidschatten-Abo. Das hat die gute Henrike halt angeboten. Und da waren feste und auch, nee, anfänglich waren, glaube ich, nur Pigmente. Und dann hast du auch so feste Lidschatten gehabt. Und die festen hat sie leider irgendwie mit einem Öl oder so gepresst. Die musste ich dann alle nacheinander wegschmeißen. Aber so die losen, die habe ich noch zum Teil. Also wenn sie zu freaky sind, in meinem Alter trägst du nicht mehr so freaky Sachen. Also ich bin mir schon lange gefragt, was. Ich habe so eine ganz, ganz lange blaue Phase gehabt. Nun gut, ich werde definitiv keinen Lippenstift oder sowas auftragen. Ich habe da keine Lust drauf. Zumal ich später so oder so noch was essen werde nach der Blutabnahme. Oh, ich bin ja voll just in time. Ist überhaupt kein Problem. No. Jetzt mal mein rausgewachsener Pony noch ins Gesicht rein. So, das war's von meiner Seite. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ein Get Ready with Me, wenn du Spaß an dem Format hast, zeig mir das mit einem Daumen nach oben. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn du keinen Spaß dran hast, kannst du gerne auch einen Daumen nach unten geben. Dann weiß ich halt einfach, ich mache es dann einfach nicht mehr. Das ist jetzt so mein letzter Versuch. Hier für euch und moi und so, ne? Ein tagestaugliches Make-up zu machen, was nicht ganz so vom Eyeliner heute gut funktioniert hat. Egal. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag, Mittag, Abend und wir sehen uns. Tschüss.